Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video. Leider kein Regnum Live, also Let's Play Part. Weil, ja, ich wurde leider ein bisschen, ja, negativ in letzter Zeit so ein bisschen zum Let's Playen vom Champions of Regnum gebracht. Es ist einfach so, momentan sind viele Spiele online, also es ist jetzt gerade nicht so zu sehen, aber allgemein, wenn ich jetzt einen Livestream, Let's Play Part oder Livestream machen möchte, ist einfach viel zu viel los, auch also eher beim gegnerischen Reichen. Und das heißt also, ich würde die ganze Zeit sterben oder könnte nicht leveln, weil viele auch bei mir dann leveln. Oder ich einfach die Zeit nicht mehr finde, zum Beispiel am Morgen aufzunehmen, wo weniger Spieler online sind. Und dadurch Ding. Also ich sehe das, ich habe mehrere Parts aufnehmen wollen, habe es dann aber wieder gekappt, also wieder gelöscht, weil einfach nichts passiert ist in diesem Part. Ich kann zwar heilen, buffen und so weiter, aber ich bekomme keine KRPs und ich bekomme auch keine Chance wirklich zu überleben. Das ist einfach die erste Sache. Die zweite Sache ist, ja, ich livestreame, hier levelt schon wieder einer und immer die Barbaren leveln natürlich hier. Das ist nicht so gut. Dass ich einfach jetzt wegen den Livestreams halt auch weniger Bock habe, jetzt unbedingt Aufnahmen zu machen oder auch live zu streamen. Weil in einem Livestream werde ich wahrscheinlich noch mehr angegriffen, als wenn ich nur eine Aufnahme mache, weil ihr ja vielleicht im gegnerischen Reich seid und dann seht, wo ich bin und dann mich natürlich angreifen wollt oder so Sachen. Das geht leider auch nicht, sonst würde ich gerne am Abend manchmal schon Champions Regnum livestreamen, aber ja, ich traue mich nicht so. Ich bin ein bisschen auf einer Ding. Also es leveln extrem viele. Hier levelt auch eine. Und am Strand ist auch immer komplett alles voll. Die Spieler sind sehr motiviert zu leveln, aber die haben Zeit. Und ich als Let's Player, also auch als Spieler, aber als Let's Player, habe so wenig Zeit, um irgendwie auch ein bisschen Profit zu schlagen. Meine liebe Entwickler, es geht immer noch Ewigkeiten, bis man Level 60 ist. Bitte endlich mal was machen. Dankeschön. Aber gut, die Entwickler hauen Events nach Events raus und ich kann in den Events gar nichts machen. Das demotiviert mich auch leider wieder ein bisschen. Dann halt einfach, dass die Freunde zwar manchmal aktiv sind, aber gar nicht so viel jetzt machen wollen oder können. Wir können nicht so gut zusammen leveln. Und auch die meisten wollen ja in der Warzone eher kämpfen, als einem anderen zu helfen. Ich habe jetzt nur Items verkaufen können und nicht Items kaufen können von Kollegen. Und das macht bei mir extrem schwer, überhaupt im Champions of Regnum überhaupt ein bisschen motivierend, schnell vorwärts zu kommen. Deshalb einfach in nächster Zeit wahrscheinlich nichts von Regnum kommen wird. Aber sicher bald wieder kommen wird, wenn ich dann auch wieder ein bisschen mehr Bekanntheit habe. Die Aufrufe sind ganz klar zurückgegangen. Das kann ich euch eigentlich direkt auch gerade zeigen im Video. Ich muss dafür umschalten auf Bildschirmaufnahme. So. Ihr habt also viel Aufrufe gebracht mit Regnum. Aber mir ist der Aufrufe nicht so wichtig. Also hier ist es wieder runter, es geht ständig runter. Aber die Livestream-Aufrufe werden gar nicht gezählt. Also hier hätte ich zum Beispiel ungefähr doppelt so viele, weil gestern mehrere Bots da waren, bis zu 82, glaube ich 84 sogar Zuschauer gleichzeitig hatte. Das war ein Bot, der mehrmals ja, Accounts reingetan hat und so. Und ihr seht, dass es geht, Abonnenten gehen natürlich groß nach oben, das ist klar, auch wegen den Livestreams momentan wieder. Und hier seht ihr, ja, bei Livestreams natürlich, die Aufrufe werden gar nicht gezählt. Also ich hätte hier bei diesem Part, wo es viele Aufrufe gab, da können wir auch kurz reinschauen, da hatte ich ab und zu, also hier habe ich 25 Aufrufe. Das sieht man gar nicht. Okay. Das sieht man leider gar nicht. Mehr die Aufrufe hatte ich ab. Ich hatte mal irgendwie, also hier kann man dann im Chat schauen. Nur noch kurz, dann können wir wieder weiter zocken. Hier irgendwo
Hat jemand... Ist das nicht in diesem Part gewesen oder erst später? Auch schön, dass wieder hier 5 Stunden geht, weil es war mal auf 2 Stunden gekappt. Es war nicht in diesem Part, es war in einem neuen Part. Ah, es war in diesem Part, im neuesten Part, genau. Stimmt. Zum gestrigen Part. 51 Zuschauer, 69 Zuschauer, wie da der Bruder HD sagt. Und einmal war es sogar bei 84, aber das hat er nicht kommentiert. Ja, da hat er dann irgendwann mal aufgehört. Ja, wie lang's? Aber es ist extremst, oder? Ich weiß es nicht. Aber es ist schade von YouTube, dass es überhaupt geht, oder? Also, dass es überhaupt gezählt wird, wenn man von Bots belagert wird oder von geradet wird. Vielleicht war es auch ein Raid, ich weiß es nicht genau, aber meistens sind es halt Bots. So, jetzt wieder. Und das ist für mich natürlich auch motivierend. Aber in Regnum, da habe ich das Gefühl, ich habe keinen Spaß, aber ihr habt Spaß. Ich würde ja gerne, wenn ich auch Spaß hätte, wenn ich nicht so viel grinden müssen zwischen den Parts oder so, wenn ich den Spaß hätte, wenn das Spiel wirklich Spaß geben würde, hochqualitative, einen besseren Entwickler hätte und so weiter, dann würde ich traumhaft viele Parts machen. Ich würde sogar das Spiel mega favorisieren. Nur eben, ich kann momentan das Spiel nicht favorisieren, weil es mir überhaupt keinen Spaß macht. Ich wahrscheinlich dann auch nur nicht und nur aufruft und das Video dann wieder sofort beendet, weil es euch nicht Spaß macht und das möchte ich nicht. Also einfach tut mir leid, dass ich das einfach sagen muss, dass das mit dem Spiel nicht mehr so Spaß macht, weil ich es auch zu sehr gesuchtet habe und alles Mögliche. Aber ja, ich muss zuerst auch mal irgendwie an Items kommen. Und das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich keinen Bock auf Handeln habe mit fremden Leuten. Also, ich würde gerne vielleicht mehr Unterstützung bekommen können von Freunden oder Leute, die meine Freunde werden wollen, aber davor nicht. Dann mache ich gerne weiter, Regnum. Aber das Spiel ist einfach nicht für so einen Solo-Spieler und ja, einer, der nicht so viel Zeit hat, gemacht. Dann machen wir magische Rüstung rein. Und ich mache wirklich für alle Leute je nach Wunsch Stream. Also wenn ihr in einem Livestream schreibt, ja, ihr möchtet gerne, dass ich jetzt Regnum mache, dann mache ich das. Aber da müsst ihr auch sorgen, dass es mir Spaß macht. Also ja, das ist eben die Sache. Ich würde ja gerne den Spaß haben. Kein Problem. Nur die Games machen mir manchmal einfach keinen Spaß, weil sie nicht so weit sind, also nicht so gut sind, nicht so ausgeklügelt. Einfach den Spaß nicht so rüberbringen können mir als halt, ja, verwöhnter Livestreamer. Und ja, ich halt auch viele andere Spiele, die wirklich mehr Spaß machen, mir zocken möchte, oder? Also es ist halt einfach nicht für Livestreams auch gemacht, wegen dem PvP. Und ja, das ist halt die größte Sache. So, ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Support reingetan. Und dann könnte ich eigentlich irgendwann mal wieder beginnen zu leveln. Aber momentan sind zu viele Spieler am Leveln. Ich kann jetzt momentan echt nicht gut leveln. Es müsste irgendjemand, der gut Spanisch kann, denen mal sagen, sie sollen verduften, jetzt tu den Livestream und Let's Play leveln. Aber so irgendwie, wenn die Entwickler nicht mehr Monster einbauen, größere Regionen, wo nicht Warzone ist, die Monster dorthin schieben, ist einfach Regnum langweilig. Ich kann nicht mehr, ich halte einfach das nicht mehr so gut aus. Ständig immer wieder von Syrten oder Igen Hunters erledigt zu werden oder keine Monster vorzufinden, weil andere leveln, immer wieder die Parts verschieben muss, weil ich nichts anderes kann als zu warten, oder? Und das ist so doof. Es ist einfach extremst doof. Deshalb einfach, nee, lieber nicht für Spieler, die wirklich Zeit haben und ein Spiel wirklich favorisieren, die
Für die ist Regnum gut, aber für ein Let's Player und ja, Livestreamer ist es eher relativ schlecht. Also sogar mehr als schlecht. Schade, und ja, ich würde gerne wieder ein paar mehr Aufrufe bekommen und ja, Zuschauer, also eine Länge des angeschauten Contents. Aber da mache ich doch lieber andere Games, vor allem neuere Games. Und halt einfach, außer eben, ich werde dazu gebracht, Regnum zu spielen. Also wenn wirklich Leute mitmachen oder dabei sind, mich vielleicht auch buffen mit dem Beschwörer oder so, ja, dass ich ein bisschen Vorteile habe, dass ich so wenig zocken kann, dann ja. Aber sonst leider nicht. Also das ist schade. Ich möchte jetzt aber auch kein nicht zu langes Video noch machen. Ich mache lieber nochmals ein News-Video morgen oder so, wo ich dann einfach sage, wie ich livestream und was ich livestream und so geplant ist und so. Aber das ist jetzt einfach mal ein Regnum-Video gewesen, das leider ein bisschen negativ war. Für die meisten, denke ich mal. Aber ihr könnt mich hoffentlich verstehen, oder? Dass ich da eigentlich nicht so gerne Freude habe. Jetzt schauen wir noch kurz, ob wir hier in diesem Gebiet ein paar Level haben. Aber es ist halt echt, dass viele einfach motiviert sind, einen Charakter hochzuleveln. Ja. Also, heute hatte ich wieder mal ein bisschen Bock auf mehr Videos und doch noch Livestreams später. Ich beginne dann bald den Livestream nach dem Video hochladen. Und am Abend ungefähr eine halbe, ja, eine Stunde ungefähr. Pause wegen Aufnahmen von Minecraft-Servo-Vorstellungen. Dann gibt es dann auch wieder GTA Online. Jupp. Und mir macht der rechte Arm weh, weil ich zu hart trainiert habe vorher. Na gut, und das Training macht manchmal auch ein bisschen weniger Bock auf Spielen, weil du dann auch wieder raus willst und noch mehr trainieren willst oder auch ausruhen möchtest eher. Aber ich habe gemerkt, dass Livestreams mir gar nicht mehr so müde machen, seitdem ich wirklich sehr viel Sport mache. Also es lohnt sich für jeden Zocker eigentlich auch sehr viel trainieren zu können. Den Körper eigentlich auch sehr fit machen zu können. Sonst seid ihr dann immer so am Schlafen und gelangweilt. Ich denke, es hilft auch gegen Depressionen, viel Sport zu machen. Also ich empfehle auch, wenn ihr wirklich sehr viel Regnum spielt, auch mal ein bisschen Sport zu machen und so weiter. Also jeden Tag ungefähr eine Stunde und dann habt ihr immer noch genug Zeit für den ganzen Tag Sport machen, außer wenn ihr ja, Arbeit habt natürlich oder Schule. Und fliegende Busch. Ja, nicht ganz fliegend. Ja, die sind alle zu hoch hier, außer die grün sind, aber die sind zu klein. Ja, ich müsste also beim Vulkan da leveln. Nur da levelt halt immer mindestens zwei Barbaren und einer, der Veggie ist. Ja, aber es wird eigentlich relativ viel eingenommen jetzt. Also sind wenige Spieler jetzt aktiv, aber sie nehmen mehr wieder ein. Weil ich habe da einen Abend nach dem Osterevent keiner gefunden, der das Aggersborg Fort einnehmen konnte. Also keine zu große Gruppe. Es wurde nie eingenommen von den Alsen. Von wie uns Alsen. Und da habe ich stundenlange immer wieder mitgekämpft, kaum Krebs bekommen, weil niemand der andere Gegner gekillt hat. Und ich nie da durch die Buffs und so nie Krebs bekommen habe. Ich habe so mich gelangweilt. Aber gut, das ist halt Regnum. Das ist meistens halt Spiel. Also die Spieler machen eigentlich manchmal eher der Spaß, oder? Wie es geht's dem Reich, wie viel sind online und so Sachen. Und wie gut zocken sie vor allem. Ich habe letztens wieder Leute gesehen, die reingelaufen sind und gestorben sind, reingelaufen sind, gestorben sind, reingelaufen. Wieso macht man? Wieso ist Kamikaze denn so wichtig für das eigene Reich? Und wieso sind diese so demotiviert, dass sie immer wieder Kamikaze machen? Ich finde das so süß. Es ist ja nicht schlimm. Also der Gegner wird halt gebufft. Aber, also Krups und Warmaster-Coins gefeedet, oder? Aber es macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, was diese Argentinier sind, meistens mit Argentinier-Namen natürlich. Ein Regnum ungefähr aus 90% Argentinier besteht. Aber ich finde es einfach so witzig, dass die zocken wollen, aber nicht richtig zocken. Wieso? Ich finde es lustig.
Es ist nicht irgendwie runtermachend gemeint, aber ich finde es einfach lustig, dass die meisten, also wirklich eine hohe Anzahl, einfach nicht Wert legen auf gutes Spiel. Ja, jetzt haben wir natürlich schon wieder eine Innovation. Ja. Und ich gehe raus. Ich habe da nichts zu suchen, deine Innovation. Also bis zum nächsten Video oder Livestream. Und ich hoffe, ihr schaut trotzdem noch andere Projekte, wenn ihr jetzt nur Regnum-Fan seid von mir. Aber es ist auch nicht schlimm. Und wenn ihr jetzt unbedingt wollt und ihr auch denkt, ihr würdet meine Videos schauen, wenn es auch langweilig ist, wenn ich nicht viel zeigen kann, dann mache ich trotzdem Videos. Aber ich habe genug zu tun und genug eigentlich eher bei anderen Games Spaß als in Regnum. Deshalb eher weniger oder gar nicht halt. Aber dürft ihr jederzeit euch melden und sagen, ja, mach bitte ein Video. Und ich mach's. Okay. Dann tschüss und ja, bald wird es sicher auch wieder besser mit dem Content. Muss mir halt jetzt erstmal noch in die Livestreams gewöhnen. Dann kann ich wieder mehr Videos machen. Aber ja, wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.